Nicht alle Spiele werden zum Hit und machen damit Gamer und vor allem ihre Entwickler glücklich. Manche Spiele sind eben, aus welchen Gründen auch immer, ein Flop. Und dann hat ein Studio mehrere Möglichkeiten, mit der Kritik umzugehen. Wir sprechen heute über die merkwürdigsten und peinlichsten Erklärungen, die Spielestudios uns als Grund für ihr Failen aufgetischt haben. Die meisten der Spiele auf dieser Liste findet ihr übrigens auch bei Instant Gaming. Es macht Spaß, sich dort umzusehen, weil die Auswahl groß ist und die Preise günstig. Ihr könnt auch einfach euer Wunschspiel suchen, es dann runterladen und sofort mit dem Spielen loslegen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Viel Spaß dabei! Und jetzt geht's los mit den ungewöhnlichsten und zum Teil echt unangenehmen Ausreden, die uns Entwickler für ihre schlechten Spiele geliefert haben. Legen wir los. Beginnen wir mit Remember Me, einem Cyberpunk-Adventure von 2013. Das Spiel sah gar nicht schlecht aus, die Inszenierung der Kämpfe und die Story passten, aber es kam nicht beim Publikum an. Die Verkaufszahlen sanken schon kurz nach der Veröffentlichung erheblich. Dazu sagte der Creative Director in einem Interview folgendes: "Wir sind stolz auf Remember Me, aber es wurde auf einer bestimmten Ebene missverstanden." Leider ging er nicht genauer darauf ein, inwiefern das Spiel denn jetzt missverstanden worden sein sollte. Das hätte uns nämlich interessiert. Was dem Erfolg des Spiels noch im Wege stand, war übrigens die harte Konkurrenz. Nur Tage nach Veröffentlichung von Remember Me erschien The Last of Us und das Spiel fegte alles andere weg. Aber wir haben auch was Gutes zu berichten. Nach dem Fail von Remember Me brachte Dontnod Entertainment nur 2 Jahre später Life is Strange raus und das verkaufte sich viele Millionen Mal. Unsere Nummer 2 ist schon hart, weil die Aussage der Entwickler, warum ihr Spiel floppte, eigentlich beinhaltete, dass alle Spieler Loser seien. Aber von Anfang an. Das MMORPG Fury kam 2007 raus und sollte ursprünglich World of Warcraft Konkurrenz machen. Nur war der Titel viel zu sehr auf PvP ausgerichtet und die Server wurden bereits 1 Jahr nach seiner Veröffentlichung abgeschaltet. Laut dem CEO des Entwicklerstudios lag der Misserfolg aber an den Spielern, die es nicht gewohnt seien zu verlieren. O-Ton: Gamer kamen und wurden verprügelt, ohne wirklich zu wissen warum. Und sie gaben dem Spiel die Schuld dafür. Gamer hassen es zu verlieren. Ja, kann man so sagen. Sollte man aber vielleicht nicht. Wenn das Kämpfen, Lernen und Verlieren in Fury Spaß gemacht hätte, dann wäre das Spiel wahrscheinlich nie gefloppt. Aber Fury bestrafte zu hart und oftmals unfair. Niemand hatte Bock, unter diesen harten Umständen Erfahrung zu sammeln und stärker zu werden. Und dass Verlieren auch Spaß machen kann, das wissen wir spätestens seit den Souls Games. Was it any good? Yeah, but after 12 fucking years, it should be. Duke Nukem 3D von 1996 war ein Meilenstein der Videospielgeschichte und lange Zeit einer der einflussreichsten Ego-Shooter überhaupt. Die Fortsetzung wurde dementsprechend mit Spannung erwartet und als dann Duke Nukem Forever 15 Jahre später rauskam, waren die Kritiken enttäuschend. Gamer ärgerten sich über die Grafik, die Leistung und über die insgesamt veraltete und angeblich schlampige Umsetzung. Der Hype war vielleicht zu groß gewesen, jedenfalls waren die hohen Erwartungen nicht erfüllt worden. Entwickler Gearbox ärgerte sich aber ebenfalls, und zwar über die schlechten Rezensionen. Brian Martell von Gearbox drückte es so aus: "Das Spiel sollte sich so schäbig und veraltet anfühlen, wie es sich anfühlte. Es war das, was es sein sollte, nämlich ein Spiel im Stil der alten Schule mit der Technologie von heute." In mancher Hinsicht hätte man den Sarkasmus vielleicht etwas abmildern können, aber die Kritiken waren großteils nicht fair. Jeder sollte dankbar sein, dass das Spiel so überhaupt existiert. Es ist ziemlich offensichtlich, dass die Leute es in den Kritiken zuweilen übertrieben haben. Der Hype, den Fans und Medien vor dem Start von No Man's Sky auslösten, hatte 2016 bei Start des Spiels epische Ausmaße erreicht. Entwickler Hello Games hatten eine offene Welt von fast unendlicher Größe versprochen, mit Millionen von Planeten und einer wunderschönen und unerforschten Galaxie, die über Mehrspielerserver miteinander verbunden war. Das war unglaublich. Doch schnell stellte sich heraus, dass die hohen Erwartungen nicht erfüllt werden konnten. Es fehlten versprochene Funktionen und Gamer hauten dem Studio ihre schlechten Kritiken um die Ohren. Hello Games äußerte sich damals enttäuscht und mit folgenden Worten: "Viele der Designentscheidungen, die wir getroffen haben, waren für ein Nischenspiel gedacht. Es stellte sich heraus, dass es eine wirklich große Nische ist.
Nach Ansicht des Studioleiters hatten sich die Erwartungen also nicht erfüllt, weil das Spiel nicht für den Mainstream gedacht war. Mittlerweile handelt es sich bei No Man's Sky um ein beliebtes Spiel, das nach vielen Updates eine zufriedene Spielerbasis hat. Nur ist diese Nischenerklärung für all die damaligen Unzulänglichkeiten des Spiels ziemlich fad. Warum gab es dann diesen riesen PR-Aufwand? Und die fehlenden Funktionen wären doch auch einem kleinen Nischenpublikum negativ aufgefallen. Jetzt wird's richtig lustig. Ihr erinnert euch sicher noch an Superman 64, eines der schlechtesten Videospiele aller Zeiten. Mit grauenhafter Grafik, einer umständlichen Steuerung und der detailärmsten Umgebung, die du dir vorstellen konntest. Superman fliegt hier tatsächlich durch ein ausgestorbenes, leeres Metropolis und muss durch nervige Ringe fliegen. Was Langweiligeres kannst du dir nicht vorstellen. Und jetzt kommt's. Diese Unschärfe, die keinen 3 Meter von Superman entfernt beginnt, liegt natürlich an der schlechten Zeichendistanz des Spiels. Die Zeichendistanz definiert die Entfernung, in der Objekte angezeigt werden können. Und das funktioniert in Superman 64 schlecht. Das wollten die Entwickler aber nicht zugeben. Und sie machten diese Unschärfe zum Teil der Story. Bei dem Nebel würde es sich um Kryptonitnebel handeln, der von Lex Luthor eingesetzt worden sei, um Superman zu schaden. Das ist einfach zu gut. Natürlich fiel kein Gamer auf diesen Quatsch rein. Schon allein, weil ja bekannt ist, dass schon kleinste Mengen Kryptonit den Superhelden handlungsunfähig machen würden. Diese Entwicklerausrede ist die lustigste, von der wir je gehört haben. Da will man einmal alles richtig machen, ist richtig ambitioniert, alles klappt und dann macht das Endergebnis keinen Spaß. Das ist 2012 dem Science-Fiction-Autor Neal Stephenson passiert, als er ein authentisches Schwertkampf-Rollenspiel schaffen wollte. Auf Kickstarter sammelte er über 500.000 US-Dollar für das Projekt ein. Und erstmal lief auch alles gut. Ein Prototyp wurde fertiggestellt und der Schwertkampf war so authentisch, wie man es sich nur wünschen konnte. Aber Spaß kam absolut nicht auf. Ihr seht ja schon am Gameplay, wie schwerfällig das alles hier wirkt. Stephenson sagte am Ende, er hätte sich wahrscheinlich zu sehr um historische Genauigkeit bemüht und nicht genug um den Spielspaß. Jedenfalls fehlten zum Schluss Investoren und das Projekt wurde gecancelt. Die Tony Hawk-Reihe ist bekannt für ihre innovativen Ideen, irre Skateboard-Tricks und jede Menge Spielspaß. Doch mit diesem Spielspaß war es in Tony Hawk Ride vorbei und das lag hauptsächlich an diesem nervigen Controller. 2009 waren ungewöhnliche Konsolensteuerungen der letzte Schrei und anfangs hielten sowohl die Entwickler als auch Gamer das Skateboard für eine geniale Idee. Aber die Umsetzung funktionierte einfach nicht. Das Board reagierte zu langsam und zu ungenau, was natürlich gerade für ein Spiel, in dem es darum geht, nur mit Gewicht und Füßen zu steuern, fatal ist. Und das Spiel floppte. Mike Griffith, der CEO von Activision, stellte später klar, dass es die Schuld des Controllers war, dass das Spiel schlecht war. Er sagte, im Nachhinein betrachtet hat es länger gedauert, die Hardware zu optimieren. Für die Entwicklung der Software blieb einfach weniger Zeit. Das mag ja sein, aber ist es nicht genau die Aufgabe eines CEOs, ein Spiel erst in einwandfreiem Zustand freizugeben? Es waren bis jetzt ja schon ziemlich abwegige Entschuldigungen und Ausreden dabei. Man kann es aber auch so machen wie die Entwickler von Afro Samurai Revenge of Kuma und sagen, ja, schade, unser Spiel hat den Leuten einfach nicht gefallen. So einfach kann es sein. Eigentlich waren auch Teil 2 und 3 angedacht, aber die wurden abgesagt. Und sie nahmen sogar den bereits veröffentlichten ersten Teil aus dem Verkauf. Entwickler vs. Evil ließ verlauten, dass der Projektstopp nichts mit technischen Problemen oder Fehlern zu tun gehabt hätte. Es läge einfach daran, dass Gamer das Spiel nicht mochten. Natürlich hatte das Spiel auch Fehler, was man in jedem Forum oder in Gameplay-Kommentaren immer wieder lesen kann. Aber laut vs. Evil lag der Misserfolg des Spiels einfach am schlechten Geschmack der Käufer, um es mal überspitzt auszudrücken. Welche Ausrede oder Entschuldigung hat euch am besten gefallen? Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen und ein freundliches Hallo an alle unsere neuen Abonnenten. Wir freuen uns gerade sehr über den Zulauf. Und jetzt habt noch einen tollen Tag oder Abend, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.